So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Super Mystery Dungeon Let's Play Parts. Mit mir in dem Regi. Warum sage ich Let's Play Parts? Ich habe eigentlich Episode. Ach, egal. Und in der heutigen Episode ist Glutexo nicht bei uns. Wo ist Glutexo hin? Die haben Glutexo mitgenommen. Holy shit. Ich weiß nicht, wo Glutexo hin ist, Leute, ne? Aber ich für meinen Teil werde heute auf jeden Fall nicht, ich wiederhole, nicht gegen Giratina kämpfen, weil irgendwie ist mir die Lust an Giratina vergangen. Stattdessen werde ich jetzt einfach mal schauen, dass ich vielleicht hier eine gute Alternative finde, wo ich mich hinbegeben kann. Ich meine, wir können zum Beispiel zu Raikou in die, wie hieß nochmal Raikous Gebiet? Berg des Weißen, Berg des Zorns, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde auf jeden Fall heute nicht gegen Giratina kämpfen. Ich werde das, glaube ich, dann lieber auch später verschieben oder irgendwann mal offscreen machen. Ich für meinen Teil werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, gegen einen anderen Boss zu kämpfen, der vielleicht ein bisschen einfacher ist, wisst ihr, damit ich auch mal ein Part beenden kann mit einem Sieg. Das wäre schon ziemlich gut. Und außerdem habe ich heute vor, ein bisschen von meinem ersten Tag an der Uni seit mehreren Monaten. Ja, ich wollte auf jeden Fall von erzählen. So, schauen wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier in dem auf Nebelkontinent vorbei, was es hier so Feines gibt. Insel der Einsamkeit. Da können wir gegen Mewtwo kämpfen. Wie gesagt, Mewtwo's Dungeon hat nur eine Ebene und da kämpft man direkt gegen Mewtwo. Aber ich habe mir schon sagen lassen, der Kampf gegen Mewtwo, der ist halt schon wirklich extrem assi, ja? Wenn ich extrem assi sage, dann ist das wirklich extrem assi. Naja, so Graskontinent hatten wir, Noe hatten wir. Ich gehe mal auf den Windkontinent nach Param, ja? Param auf Türkisch so viel wie mein Geld, ja? Also Param, Param, das heißt wirklich auf Türkisch mein Geld. Wenn ihr also irgendwann mal Stress mit einem Türken habt, dann sagt einfach mal Param Param. Da geht das schon klar. Und ja, ich würde sagen, hier auf dem Windkontinent müsste sich jetzt, glaube ich, Raikous Dungeon irgendwo befinden. Oder zumindest Zapdos müsste, nee, nicht Zapdos, aber warte mal. Lavados können wir mit Lapras erreichen, ne? Indem wir in der hinterste entlegene Ecke oder so gehen. Und sonst, nee, rote Zone ist hier. Berg der Prüfung, das ist Darkrai. Darkrai! Schauen wir mal. Darkrai ist, glaube ich, auch ziemlich tough. Traue ich mich schon an Darkrai dran? Wie groß ist denn der Dungeon von Darkrai? 22 Ebenen. Das ist also noch tougher als Giratina auf jeden Fall. Da haben mich auch schon einige vorgewarnt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal dann in die rote Zone. Weil ich wollte heute was Chilliges haben. Und die rote Zone klingt für mich relativ chillig. Und dementsprechend gehen wir einfach mal hin. Wir nehmen Despotar mit, aber nicht mit Flunkiefer. Weil Feuerdungeon und so. Und rote Zone. Und nee, nee, muss nicht sein. Stattdessen nehmen wir mal jemand anderen mit. Ich muss halt Dragon auf jeden Fall dann noch irgendwie ein bisschen was geben. Wie kann ich denn hier sonst noch mitnehmen? Wer passt? Ein Gesteinspokémon wäre halt nochmal super, ne? Ey, ich habe hier Arktos. Geil. Ich kann ja auch irgendwann mal Arktos mitnehmen. Welches Pokémon passt jetzt super rein? Klick die Klack. Nee, ist ein Stahl-Pokémon. Irgendein Gesteinspokémon auf jeden Fall. Komm, wer bietet sich denn hier an? Gesteinspokémon, Stahl-Pokémon bieten sich auch ganz gut an. Irgendwie finde ich gerade nichts, was passt, ne? Seriously? Gibt es hier kein Gras? Gras-Pokémon. Stahl-Pokémon, was hier reinpasst? Mega groß. Nee, ist ein Stahl-Pokémon. Ich rede von Gesteins-Pokémon. Ja, wir nehmen Imperior rein. Trifft halt auch Moltres vielfach effektiv, also Lavados. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und wisst ihr, Leute, ich habe ja jetzt angekündigt, ich möchte heute auf jeden Fall von meinem Tag erzählen. Yay. Aber ich finde das. Oh, shit. Vulcano, bitte nicht bucken, ja? Alter! Wow, das war ein Vulcano, ne? Warum hat das denn so viel ausgehalten? Also ich glaube, der Dungeon, der hier, der wird auf jeden Fall eventuell schon ein bisschen tougher. Ja, Mann, der wird richtig tough. Okay, richtig tough vielleicht nicht, aber der wird auf jeden Fall deutlich tougher. Als die blaue Zone. Aber naja, wir kriegen Lavados schon irgendwie rekrutiert. Und das Team ist auch super. Und oh, heiße Lava. Ich mag diese Lava-Dungeons hier. In Super Mystery Dungeon auf jeden Fall sehr. Die finde ich richtig spitze, wenn ich das mal so sagen darf. Und, Alter, das war ein Crit und der hat nicht gereicht. Also irgendwie sind die Pokémon hier schon ziemlich stark. Fassungsorb. Kann ich direkt verwenden auf meinen Klimaringel. Das ist nicht gut. Aber ich wach zum Glück direkt dank meinem Partner Despotar auf. Aber es sind nur 10 Ebenen und ich habe genug Belebersamen. Ich sollte das hier auf jeden Fall hinbekommen. Okay. Und ich meine,
Ja, Rihonio gibt mir halt mit dem Felswerfer von hinten auch einen richtig guten Backup. Da kann also eigentlich praktisch nichts wirklich schief gehen. Ja, das war sogar gar nicht mal so schlecht. So, ich kann jetzt die Situation nutzen, bevor ich die nächste Ebene betrete, schon mal hier meine ganzen Proteine benutzen. Ich könnte natürlich auch irgendwie mein Starter-Pokémon richtig krass pushen, aber eigentlich will ich das nicht, weil... Ah, ich habe Angst, dass dann das Spiel zu lange... Das war ein Ramot. Fucking hell, Ramot. Ey, was macht denn ein Ramot jetzt hier in diesem Dungeon? Kamerupt. Okay. Kamerupt ist tough. Das war Blut. Das juckt mich nicht, die Bohne. Hau rein. Freundebeleber, Talisman. Leider nicht so das, was ich suche. Next. Okay. Ich habe aber noch genug Carbons. Ja, okay. Ich könnte halt meinen Starter-Pokémon richtig krass pushen mit diesen ganzen Status-Items. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber ich habe halt Angst, dass da ein bisschen der Reiz verloren geht. Deswegen lasse ich das, glaube ich, lieber sein. Bevor das dann halt wirklich zu langweilig wird. So. Ah, Akani. Akani ist so ein schönes Pokémon, ne? Vor allen Dingen so ein edles Pokémon, ne? Ah, bei Akani weiß ich einfach, dieses Pokémon ist treu. Ja, also wenn ich eine Beziehung mit Akani führen würde, ich würde nicht Nein sagen. Bitte was? Nee, just kidding. Na Leute, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, ein bisschen was von meinem ersten Unitag seit langem zu erzählen. Weil ihr müsst halt davor wissen, ich habe die Uni, glaube ich, jetzt seit mehreren Monaten halt nicht besucht, weil... Harvard ist fucking strong. Naja, weil... ich halt anderweitig beschäftigt war, sag ich mal, und ich habe halt irgendwann den Faden verloren und ich sah da keinen Sinn mehr darin, dann halt tatsächlich dafür nochmal zur Uni zu gehen. Deswegen habe ich das dann halt sein gelassen und ja, dieses Semester wollte ich jetzt durchstarten. Das Problem ist, ich habe gar keine Ahnung, wie das dann abläuft, wenn du halt mehr oder weniger dein erstes Semester halt wiederholst, weil es ist ja streng genommen so eine Wiederholung und ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Das ist halt so das Problem, wisst ihr? Und ich... ja, ich muss dann halt morgen mal so zur Studienberatung, bevor ich... Hi, nice. Nice, also ich glaube mit Rihorny haben wir hier ein gutes Pokémon auf jeden Fall für den Dungeon. Glück gehabt. Ja, und ich muss auf jeden Fall dann morgen zur Studienberatung vor meinen eigentlichen Kursen. Und ich muss dann jetzt mal fragen, was ich dann genau beachten muss in Zukunft, weil es ist schon... ein bisschen tricky, ja. Also ich habe da jetzt so einige Sachen gehört von meinen lieben Kommilitonen. Aber ich weiß nicht. So wirklich berauschend fand ich das jetzt nicht. Und deswegen habe ich da jetzt auch ein bisschen Angst, dass ich vielleicht den Faden verliere. Und deswegen gehe ich dann mal morgen sicherheitshalber lieber mal zu der Studienberatung und lass mir da mal sagen, was ich da am besten machen soll. Weil, keine Ahnung. Ich will halt einfach nicht den Faden verlieren. Das wäre... Das ist so wichtig. Vor allem dieses Semester. Ich habe mir, ja, wie gesagt, vorgenommen, ich ziehe richtig durch. Ja, ich gebe richtig Gas. Und daran wird sich nichts ändern. Ja, weil ich habe viel zu viel Zeit verloren und ich bin motiviert wie eh und je. Weil irgendwie... Ich möchte einfach jetzt mein Studium durchstarten. Mit meinem Studium durchstarten, damit ich irgendwie auch mal dann... nach dem Studium auf eigenen Beinen stehen kann. Das hatten wir ja auch schon mal so als Thema und mir liegt da halt tatsächlich sehr viel daran, wisst ihr? An so einer gewissen... wie nennt man das? Autonomie, die ich dann habe. Und ja, das wäre mir halt schon extrem wichtig. Ja, und deswegen gebe ich mir jetzt auch die größte Mühe, damit ich da in Zukunft richtig gut durchs Studium kommen kann und deswegen muss ich da morgen auf jeden Fall dann hin. Und ja, wenn ich dann irgendwelche News habe, wie das so abläuft, kläre ich euch auf. Weil ich finde zum Beispiel, man klärt die, nicht nur die Jugend, aber man klärt generell die Studenten heutzutage extrem wenig auf, was denn jetzt so eigentlich das Studium betrifft. Also so ging es mir zum Beispiel in meinem ersten Semester. Ich habe da teilweise echt keine Ahnung gehabt, was ich da manchmal machen soll, was da von mir manchmal erwartet wird und wie das denn jetzt rein organisatorisch abläuft und bla bla bla. Das war also, das waren viele Fragen über Fragen, ja. Und ich muss gestehen, wenn ich irgendwie den Leuten jetzt hier, vor allen Dingen euch, helfen kann, die Fehler zu vermeiden, die ich dann halt damals auch gemacht habe, das wäre halt schon richtig super. Und das ist halt auch so das Ziel, was ich jetzt
habe für dieses Video, sage ich mal, dass ich vielleicht den Leuten, die da gewisse Probleme haben, eine kleine Hilfestellung geben kann, wisst ihr? Weil ich persönlich finde das halt schon echt wichtig. Daher, keine Ahnung, so einfach den Faden dort zu verlieren an so einer Universität, weil dort läuft halt alles komplett anders ab. Das ist kaum zu vergleichen mit Schule und ja, Schule ist halt Kindergarten dagegen, wirklich. Wo dir alles noch hinterhergeräumt wird, wo die Lehrer für dich verantwortlich sind. Dann kommst du halt einfach in die Uni und die sagen dir, ja, weißt du was, mach was du willst, du bist uns, egal, okay, egal jetzt vielleicht nicht, aber die sagen einfach, ja, mach was du willst, aber Hauptsache, ich habe dann am Ende des Semesters hier das, was ich von dir benötige. Wie du zu dem Ergebnis kommst, ist mir Wayne, aber, ja, ob du jetzt zu den Kursen kommst oder nicht, ist mir total Latte, aber, ja, das erwarte ich nur halt am Ende von dir, das ist... Nee, das ist scheiße. Alter, auch noch mein Schadsamen. Oh nein, nicht den Schadsamen. Der ist wichtig gewesen. Was war denn das? War Fago da? Warum haut das denn ab? Hä? Nee, ich bin tot, oder? Ja, noch nicht ganz. Das Problem ist halt echt... Boah. Und natürlich peilt mich das an, wenn ich da reingehe. Come on. Ich stelle mich jetzt aber gerade auch ein bisschen blöd an. Das war sehr riskant gespielt von mir, aber ich wollte es halt auf die einfachste Variante oder eben der einfachsten Möglichkeit klären. Hab dann aber ziemlich hart gefailt. Das kann natürlich dann auch manchmal passieren. Naja. Fucking Electek, seriously? Oh Mann. Ich bin guter Dinge, dass wir hier den Dungeon auf jeden Fall hoffentlich schaffen werden. Aber ich kann ihn gar nicht in diese Richtung schieben. Aber ich kann Electek trotzdem besiegen. Das ist nice. Naja, wie dem auch sei, Leute. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu sowas habt oder Wunschthemen, die ich mal beantworten kann, auf die ich eingehen kann, schreibt es mir, wie gesagt, immer in die Kommentare. Ich bin froh, wenn ich dann irgendwas habe, worüber ich euch hier erzählen kann, bevor ich einfach nur, ja, also in dem Dungeon machen wir jetzt das und wir machen das und wir machen das. Ja, wäre schon cool, wenn ich dann ein bisschen mehr zu erzählen habe für euch. Ja, und die Videos natürlich auch ein bisschen interessanter zu gestalten. Okay. Das kriegen wir hin. Ich meine, Vulcano ist süß, aber das gibt richtig viel Erfahrungspunkte. Das heißt, ich muss das Vulcano eigentlich aus dem Weg räumen. Klebefalle. Alter, war es mein auch noch mein Klimaringel? Wow, das ist echt ziemlich krass Bad Luck, ne? Ich bin verbrannt. Das ist scheiße. Ich habe sogar die Möglichkeit, ein Anti-Brand-Sipal einzustecken, aber ich dachte mir so, passiert eh nicht, ich habe ein Wasser-Pokémon. Ja, so schnell kann man sich irren. Okay. Brand ist schon echt lästig, merke ich. Was ist denn? Grillmark? Tschüss. Wie Horny aus epischer Kampf gegen Grillmark. Ich muss hier auf jeden Fall rein. Die rote Zone. Definitiv nicht zu spaßen hier. Wartet mal, mein Klimaringel ist kaputt. Wartet mal, das bedeutet, ich kriege jetzt Damage, ne? Von dem Sandsturm. Ja, meine Taktik geht dann natürlich total den Bach runter. Oh nee, jetzt kriege ich von meinen eigenen Kollegen. Ja, das ist echt ein Problem. Da hat der RNG-Gott wieder zugeschlagen. Da hat er wieder zugeschlagen, der RNG-Gott. Hm. Ein bisschen Bammel habe ich jetzt gerade schon. Ja, wobei, der Sandsturm ist gar nicht so bad. Ich meine, wir sind ja bald da. Ist aber trotzdem nervig. Ja.
Und ich bin aber zufrieden. Ich habe heute, ich habe mich einfach dieselben Kurse eingetragen wie letztes Semester. So einfach geht's nicht. Ich muss deswegen halt auch nochmal zur Studienberatung, damit ich mir genau sagen lassen kann, was ich jetzt machen muss. Aber ja, ich habe jetzt halt auf jeden Fall den einen Kurs. Ich muss natürlich die Klausuren dann alle nochmal schreiben, ne, die ich dann verpasst habe. Aber das Coole ist, ich habe so einen richtig korrekten Dozenten in dem einen Fach. Oh Mann. Aber in dem einen Fach habe ich einen richtig korrekten Dozenten. Und ich feiere den Typen jetzt schon. Der ist halt echt ziemlich cool. Und ich bin froh, dass ich den dann halt in dem einen Kurs habe, weil das ist halt ein bisschen, ich sag mal, komplizierteres Thema. Was aber eigentlich ziemlich einfach ist, solange es gut erklärt ist. Nur hat das halt meine letzte Dozentin nicht gemacht und deswegen war es leider nicht ganz so cool. Und ja, ich will weitergehen. Auf geht's zu Lavados! Ich muss bei Lavados immer im Mystery Dungeon immer an den ersten Teil denken. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann holt das auf jeden Fall nach, Leute. Ich glaube, Lavados kann Hitzewelle. So, I have to be aware of certain things, but I will just cast my bro Hoopa! Das ist Hoopa. Ja, es macht Hitzewelle. Oder Flammenwurf jetzt. Himmelsfeger. Ah! 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 Auch ein Hooper. Wahrscheinlich nicht gekannt zu haben. Okay. Steinkante followed by Felswurf. Felswurf müsste doch eigentlich ganz gut gegen Lavados sein, oder? Ich meine, das kriegt doch richtig krassen Schaden davon. Alter! Ja, aber das kann Hitzewelle. I knew it. Ironia ist down. Ja, scheiß drauf, Lebersamen. Und dann mache ich denselben Move nochmal. Boah, es ist am Laggen, ey. Der Sandsturm und Lavados, krasse Animation, die tun den Arm, der ist nicht gut. Was das? Ne, das war's noch nicht. Himmelsfeger. Ist egal. Jetzt ist es aber weg, ne? Immer noch nicht? Das wundert mich gerade. Ey, wie hält das Ding denn aus? Das ist anscheinend ziemlich tough geworden, der Bub. Finisher! Jetzt ist es down. No, ich habe einen Belebersamen zu viel ausgegeben. Das bricht gerade mein Herz. Quack, mein vorheriger Schlag war vergebens. Der Unterlegene verlässt geschlagen das Feld, jedoch mit einem Versprechen. Fortan werde ich dir mit der Kraft des Feuers treu zur Seite stehen. Alles klar, Lavados, du alter Feuervogel. Hätten wir den Boy auch noch rekrutiert. Passt. Und ich glaube, jetzt haben wir damit wahrscheinlich auch noch die gelbe Zone freigeschaltet für Zapdos, kann das sein. So, Lavados ist auf jeden Fall dabei. Lavados ist back in action, wie es sich gehört. Und ja, das ist mit Zapdos mit Lugia. Okay, das heißt, wenn wir jetzt Zapdos auch noch holen, dann können wir zu Lugia wahrscheinlich. Und Lugia dann zu Ho? Nehme ich jetzt mal zumindest an. Und wir müssten jetzt die gelbe Zone betreten können, right? Yay, sag ich ja. Klasse, du hast den Dungeon gelbe Zone entdeckt. Hat sich nur, wo der ist. Wahrscheinlich auf dem... keine Ahnung, wo der ist. Ich habe aber jetzt Lavados im Team. Und wisst ihr was, Leute? Damit kann ich, glaube ich, den Part heute auch beenden mit einem erfolgreichen Kampf gegen Lavados. Ich werde dann außerdem wahrscheinlich noch ein paar Missionen so machen. Habe ich jetzt nämlich längere Zeit nicht mehr gemacht. Und wie gesagt, jetzt so langsam Zeit und so weiter. Und ich brauche was zum Zwischendurch zocken. Da trifft sich das ganz gut. Also, ihr wisst Bescheid, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Es würde mich freuen und supporten. Endlich mal wieder ein kleiner Sieg heute gegen einen einfachen Gegner. Und dann machen wir in der nächsten Episode keine Ahnung was. Schauen wir mal. Ansonsten haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Riggi.